Hallo liebe Griller-Freunde, hier ist wieder eure Griller-Queen. Heute gibt es ein geiles Tomahawk, guck mal hier. Von Beef Bandits habe ich das Tomahawk bestellt und ich finde, das sieht super aus. Richtig gut. Mega aus. Und ein kleiner Geheimtipp, mit Queen 10 könnt ihr bei Beef Bandits 10% sparen. Ja, aber Support ist kein Mord. Support ist kein Mord, genau. Das Ganze möchte ich heute im Beefer zubereiten. Und genau, da ist er, das gute Stück. Und wir legen das nachher zum Ende, wenn das so ein bisschen nachzieht, legen wir das in Butter, Rosmarin und Knoblauch ein. Und dazu machen wir ein paar Kartoffeln, das ist ja jetzt nichts Wildes. Aber ich werde heute mal ein Gewürz nehmen von Klaus, das ist nämlich das Bratkartoffelgewürz. Und warum sollte das nicht auch auf Kartoffelecken gehen, oder? Also, na gut, werden wir sehen, ob es funktioniert. Ich bin schon ganz nervös, ich habe mega Hunger. Ja, ne? Ob das funktioniert, sehen wir gleich. Wir bereiten jetzt erstmal die Kartoffeln zu, weil die brauchen ja ein bisschen länger. Und dafür nehmen wir jetzt einfach eine Zwiebel. Ihr braucht eine Knoblauchzehe, Rosmarin, Öl und Gewürze. Und die Zwiebel könnt ihr grob schneiden und verteilt die hier so ein bisschen über den Kartoffeln. So. Gut. Ich habe euch heute die Handschuhsituation erspart. Ihr musstet nicht gucken, wie ich die Handschuhe heute anziehe. So. Gut. Rosmarin, den zupfen wir so ein bisschen. Der ist natürlich schon gewaschen, keine Angst. Leider haben wir nicht so einen grünen Daumen. Und deswegen hat er nicht so eine schöne Farbe mehr. Aber er geht trotzdem noch. Er riecht gut. Ich habe ihn vorher ein bisschen angeschlagen, damit die Kräuter sich freisetzen in meinen Kartoffeln. So. Nun nehme ich meine Knoblauchzwiebel. Die schneide ich jetzt auch sehr grob. So. Und schmeißt die dann gleich da drüber. Dann braucht ihr noch ein Olivenöl. Ich habe da auch immer ein ganz normales. Ich habe da jetzt keine besondere Marke oder so. Ganz normales Olivenöl. Gut. Aber erstmal kommt jetzt unser Bratkartoffelgewürz von Klaus. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe gedacht, machen wir einfach mal. Sollte ja trotzdem gehen. Und da könnt ihr ruhig ordentlich was von raufhauen, glaube ich zumindest. Ich mache es einfach. Und so, läuft. Dann habe ich hier das Salz von Klaus. Da nehme ich auch mal so eine kleine Handvoll. So, pack das dann mal da ein bisschen rüber. Gut, dann habe ich hier meine hübsche Pfeffermühle. Kommt noch ein bisschen Pfeffer ran. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt kommt ordentlich ein Schuss Olivenöl drüber. So. Und dann müsst ihr das Ganze noch einmal so ein bisschen einmassieren, damit sich natürlich auch alles gut verteilt. So. So soll das Ganze dann ungefähr aussehen. Und nun wandert es auf den Grill. Ich habe den Grill so bei 200 oder auf 200 Grad vorgeheizt, circa. Bisschen mehr ist auch nicht schlimm. So, das sieht gut aus. Nachher zum Ende, ich habe ja noch den Käse hier stehen, nicht, dass ihr denkt, ihr den Käse vergessen. Den Käse machen wir erst kurz vorm Schluss drüber, weil der würde uns jetzt zu doll anbrennen. Wir schieben jetzt das Ganze hier rauf. Ich habe die beiden rechten Brenner an, den linken habe ich ausgelassen, das reicht. Und ich stelle das jetzt auf die direkte Hitze und lasse das mal so vor sich hinziehen. Ne? Also meine Kartoffeln sind jetzt verarztet und jetzt kommen wir zu meinem Tomahawk. Das will ich auf dem Beefer. Jetzt bin ich schon wieder auf Chili raufgetreten. Will ich ja, der riecht schon das Fleisch. Ja, das will ich auf dem Beefer machen. Den machen wir jetzt mal an und drehen die Flasche auf, drehen uns den Beefer an. So. Und hier hinten haben wir irgendwo, wo ist er denn jetzt? Ich fühle ihn nicht, ich sehe dich auch nicht da unten. So, jetzt zündet er. Den lassen wir jetzt so eine Minute. Nee, hat er nicht gezündet? Doch, jetzt ist er an. Das hört sich gut an. Den lassen wir jetzt mal so eine Minute warm werden oder heiß werden. Auf 800 Grad geht er ja. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Lecker. So, los soll's gehen. Ne? Schönes Stück Fleisch wandert jetzt in unseren Beefer. Jetzt wollen wir schauen, dass wir ihn von beiden Seiten richtig schön scharf anfeuern. Gucken wir mal. Ja, nicht zu weit nach hinten. So, ist gut. Hör mal, wie das knistert. Hört sich gut an, oder? Yes. Yes.
Das mache ich jetzt so ein bisschen nach Gefühl. Das heißt, ich ziehe es mir zwischendurch mal raus und gucke, wie die Kruste aussieht. Und dann wende ich das erst. Und ja, ich kann jetzt noch keine genaue Zeit sagen, aber ich sage euch dann gleich, wie es war. So, das waren jetzt so 2,5 Minuten. Guck mal, wie das aussieht. Ja, passt, ne? Jetzt drehe ich den einmal um. Ohne dass er mir auseinanderfällt hier. Oh, bisschen rüber. Gut. Und dann geht er noch mal rein. Und ich würde sagen, noch mal so 2 bis 2,5 Minuten von dieser Seite. Yes. Yes. Wir sind jetzt zufrieden. Wir haben gerade schon mal geluschert. Guck mal hier. Das sieht doch super aus, oder? Da bin ich sehr zufrieden mit. Nun nehme ich das Ganze einmal runter und drehe meinen Briefer runter auf die niedrigste Temperatur. Jetzt habe ich hier meine nächste Auffangschale. Dort setze ich jetzt meinen Tomahawk rein. So. Dann kommt hier so ein bisschen Rosmarin an die Seite. Komm hier Knoblauch ein bisschen rauf. Und das Allerwichtigste ist jetzt die Butter, dass die hier noch mit rüberkommt und so ein bisschen zerläuft. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Guck mal. Und ich möchte jetzt auf die Kerntemperatur von 57 oder circa 56, 57 Grad kommen. Ich stelle jetzt also meinen Tomahawk hier wieder rein und habe hier ja meinen schönen Thermapen, mit dem ich dann immer zwischendurch mal messen werde und schauen werde, wie es aussieht. So, jetzt haben wir, guckt euch das mal an, die erste Seite sieht gut aus. Ich habe jetzt doch einen Meter genommen, weil war mir sicherer, sonst muss ich so oft gucken. Und zwischendurch müsst ihr auch immer mal mit der Butter darüber gehen, so ein bisschen übergießen. Und genau, jetzt drehen wir den Kollegen aber einmal. So. Und nun? Oh, wenn man das riechen könnte, ne, jetzt. Kann die zweite Seite noch mal so ein bisschen vor sich hin garen. Fällt mir hier alles raus. So, zack. Ist dann so. Nochmal ein bisschen Butter hier drüber. Und dann zurück in den Beefer. Also, meine Kartoffeln sehen gut aus. Die kriegen jetzt den Käse. Ich habe jetzt hier einen Mozzarella genommen. So, streue ich da so ein bisschen drüber. Und das gibt dem Ganzen ja nochmal so ein... Ja, Hauptsache Käse. Käse geht einfach immer, ne? Käse ist lieber. Käse geht immer. Gibt dem Ganzen ja noch mal so ein bisschen Pfiff. Und so, alles rein da. Dann kommt noch mal der Deckel zu und in 5 Minuten sehen wir uns wieder und dann ist es fertig. Okay, also, mein Mieter sagt, es ist soweit. Guckt euch das mal an, es brutzelt so schön vor sich hin. Ich mache mal hier oben aus. Ich habe ja hier Hilfe, da unten meine imaginäre Hand, die gerade die Flasche zugedreht hat. So, guck mal hier. Und? Ja. Geht durch? Einfach geil. Geht durch, ne? So, jetzt nehme ich mein Fleisch mal hier runter. Mein Freund, der Mieter. Aber so Knochen leiten ja nicht, ne? Die Wärme kann ich ja anfassen. Gut, ich nehme das mal lieber zur Seite, bevor ich hier irgendwas umkippe. So. Und dann kommt der Anschnitt. So, jetzt wollen wir mal anschneiden und mal gucken, wie das von innen aussieht. Oh, es geht butterzart durch, ne? Wirklich klasse. Guck mal hier. Ich weiß schon, wer das hier haben möchte. Naja, viele denken die Hunde, aber das ist eigentlich mein liebstes Stück. Es ist dein liebstes Stück. Aber der Rest, der geht nachher schon an die Bagage da unten, ne? So, jetzt guck mal hier. Wollen wir mal schauen, welche Seite ich hier nehme. Da? Wollen wir hier anfangen? Ja. Gut, okay. Und? Oh. Sieht super aus, oder? Oh. Guck mal hier. Mega. So, und das ist ja immer der Kameramann, den darf ich ja nicht verhungern lassen. Das heißt, du musst mit testen. Es ist ja immer nur so heiß, ne? Das ist ja... ist egal, ich kann nicht warten. Egal, Hauptsache Fleisch. Und? Wie findest du? Das ist jetzt mal Fleischgeschmack pur, selbst ohne Salz und ohne Pfeffer. Mhm. Das ist einfach mal nur Fleischgeschmack. Das ist der Hammer. Geil. Ja. Aber echt ohne Salz und ohne Pfeffer essen. Ja. Es ist einfach mega gut. Es ist eine super Fleischqualität
Und es ist im Biefer echt machbar. Ne? Ja. Wir haben jetzt ungefähr gebraucht 25 Minuten. Bis, ja, 25 bis 28 Minuten ist jetzt ja total okay von der Zeit her. Er wird jetzt mein Fleisch trotzdem noch salzen und pfeffern. Da habe ich ja von Klaus hier auch das leckere Pyramidensalz. Und dann gucken wir uns gleich nochmal die Kartoffeln an. Und wie das gleich final aussieht, zeige ich euch. Okay, also meine Kartoffeln sehen auch super aus. Dann nehme ich mir jetzt mal ein paar von raus und richte schon mal einen ersten Teller an, weil alle haben hier riesen Hunger. Und ich will ja nicht, dass irgendwer hier verhungert, ne? Das wollen wir ja nicht. Nein, das wäre ja Quatsch. So, dann können wir ihn noch ausmachen. Zack und zu. Und guckt mal hier, guck mal von innen. Perfekt. Sieht super wirklich aus, oder? Perfekt. Genau. Und jetzt nehme ich hier das Fleisch. So. So. Dann kommt hier noch ein kleines grünes Rosmarin mit dazu. Ja. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Und jetzt, ich bin so aufgeregt, weil ich möchte unbedingt essen. Mach weg, das war scheiße. Das war doof. Vor lauter Hunger habe ich total vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst oder mir ein Like für das Video. Und schreibt einfach irgendwas Nettes in die Kommentare. Ich antworte mal gerne, freue mich über jedes Feedback. Und jetzt wird aber schnell gegessen.